dir im Prinzip, wenn du dein Grund-Make-up aufträgst, deine Augenbrauen einfach mitzubehandeln, dadurch werden die heller. Und dann kannst du mit einem einfachen Lidschatten hingehen und kannst es einfach auftragen. Dann, also es ist nicht hundertprozentig deckend, aber es ist auch keine einfache Masse oder kein glatter Strich. Ja. Was ansonsten funktioniert, sind Aquarellstifte. Klingt blöd, aber es funktioniert. Aber nicht unbedingt bei Augenbrauen wie meine, die so halt schon tief schwarz sind. Das ist dann, da müsst ihr mal gucken. Also ist halt alles testen, aber das funktioniert für gewöhnlich. Und es gibt auch einen gewissen Mascara, den gab es mal zumindest sehr bekannt. So in den 90ern. Den kann man auch schön auf die Augenbrauen auftragen und dann kann man auch im Prinzip mit den Stiften. Douglas, so Eye-Pens, diese dicken, die du eigentlich für den Lidschatten benutzt, damit kannst du deine Augenbrauen gegebenenfalls dann auch behandeln. Aber da muss man sagen, es ist halt eine cremige Masse, es drückt die Haare dann ein bisschen runter, da müsste man halt das schon ein bisschen einbürsten. Es gibt halt viele verschiedene Möglichkeiten, da zu arbeiten. Drumherum ist, den ihr mit Mastix anklickt, man das dann auch mitgekauft. Das sieht natürlich total doof aus. Deswegen ist halt immer so die Sache, guckt, ob ihr was kaufen könnt. Am besten auch schon in der Form, die ihr braucht und in der Länge, weil Länge kürzen ist eine Sache, aber wenn ihr da was rausschneiden müsst, dann müsst ihr dann hier friemeln, da friemeln, dass ihr auch rumschneidet, nicht die Haare irgendwie mit abschneidet und so weiter und so fort. Für kleine Sachen, die jetzt nicht so extrem viel Haar brauchen, könnt ihr auch Stoppelpaste kaufen, die gibt es online. Und dann könnt ihr von eurer Perücke einfach Haare nehmen und könnt die dann da drauf machen. Das geht natürlich auch gleichzeitig mit Mastix, wenn ihr jetzt nicht extra eine Stoppelpaste kaufen wollt. Bei Mastix ist aber die Sache, das macht auch gerne mal allergische Reaktionen oder reizt die Haut, weil ihr müsst es ja auch irgendwie wieder abkriegen. Und dann rubbelt ihr und rubbelt ihr mit diesem Mastix einher und es ist alles nicht sehr schön. Deswegen ist die Stoppelpaste da eigentlich ganz gut für. Wenn ihr natürlich dunkelhaarige Charaktere habt, könnt ihr auch so die Fehlversuche, die ich hatte, rum. Ihr kauft euch halt einfach Tüll, am besten Brauttüll, der relativ fein ist. Kauft euch eine Häkelnadel, die auch sehr fein ist und dann nehmt ihr von eurer Perücke, ich hatte jetzt den Vorteil, ich hatte so eine lange Perücke, konnte sie einfach abschneiden, die Tressen. Nehmt die dann, dann legt ihr die in die Schlaufe, haltet die daneben und dann zieht ihr mit der Häkelnadel durch. Ich weiß nicht, wer von euch häkeln kann, dem dürfte das so bekannt sein, wie man so diesen Move macht, so durch den Tüll durch und dann die Haare durchziehen, Knoten drauf. Es dauert sehr, sehr lange, dafür muss man wirklich irgendwie ja, sich die Zeit nehmen und man braucht vielleicht auch 2-3 Versuche, bis es überhaupt mal irgendwo hinkommt, wo es vernünftig ist. Das klebt ihr dann auch mit Mastix an. Ihr solltet euch aber im Klaren darüber sein, dass ihr es auch sauber machen müsst, damit dann nicht irgendwie das Ding nach 2-mal Tragen total im Sack ist. Fangen wir an mit den Bandagen. Die haben den Vorteil, man kriegt sie überall, man kann sie, wenn man seinen... So, ich mach halt auch mal weiter, ja, vielleicht ruhig weiter. Wenn man seinen Rest im Prinzip vergessen hat, kann man sie einfach in jegliche Apotheke kaufen, die haben immer was da. Aber es gibt verschiedene Dinge zu beachten. Da oben seht ihr zum Beispiel eine Mullbinde, die sind nicht so geeignet. Die sind ziemlich, ja, wie soll ich sagen, locker gewebt und dadurch verziehen die sehr komisch, sind aber gleichzeitig so fest, dass wenn ihr sie fest rumwickelt, es echt unangenehm wird und wehtut. Die sind absolut nicht elastisch und ich rate euch echt davon ab, weil es funktioniert halt nicht gut. Greift lieber zu der normalen Bandage, die man so, weiß nicht, wenn man eine Sehenscheidenentzündung hat oder so, benutzt man die auch für gewöhnlich, um zu stützen. Die sind elastisch. Die hier? Wieder. Genau. Ja. Sowas ist elastisch. Kriegt ihr auch in verschiedenen Farben. Ist fester gewebt, gibt es in verschiedenen Farben, Breiten, Längen, also ihr könnt da echt variieren, was ihr braucht. Sind für gewöhnlich ziemlich bezahlbar. Also erkundigt euch in der Apotheke, was es gibt. Ich denke, ihr wisst alle, wie eine Bandage aussieht, oder soll ich sie umgeben? Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, wenn ihr, umso größer eure Brüste sind, umso breiter ist wahrscheinlich besser. Weil wenn ihr mit so einem kleinen Schreiben versucht, da irgendwie ein C-Köpfchen wegzudrücken, dann habt ihr da so 50.000 Bahnen, die irgendwie alle nicht ineinander halten und greifen. Ja. Und auseinanderrutschen. Ja, und dann habt ihr nachher irgendwie so hier und da und dann so. Ist nicht so cool. Dagegen kann man natürlich einfach selbstklebende Bandagen benutzen. Die gibt es auch in der Apotheke. Als ich damals danach gefragt habe, gab es es leider nur in Rot und Blau. War ein bisschen blöd. Ich schätze, es gibt die aber auch in normaler Hautfarbe und so. Das der Vorteil ist, die kleben halt aufeinander, wenn ihr die im Prinzip auftragt, sind natürlich entsprechend bescheiden wieder abzukriegen und dann auch wieder aufzurollen. Und wenn ihr Pech habt, dann könnt ihr die im Prinzip nach 1 bis 2 Mal Tragen vergessen, weil die sich dadurch, dass ihr euch bewegt, schon in solche Falten hier zu legen und dann auch fest aneinander kleben. Und ihr kriegt die kaum wieder auseinander. Euer Körper geht übers Cosplay. Bitte, 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 bindet euch nicht zu Tode, dass ihr Atemnot kriegt oder sonst irgendwelche Probleme, Schmerzen. Das ist es einfach nicht wert. Und wenn ihr riesengroße Brüste habt, dann könnt ihr halt einfach nicht auf den Arzt gehen. Das ist einfach effektiv nicht möglich. Und was auch wichtig ist, jede Brust ist anders, jedes Bindegewebe ist anders. Es gibt Leute, die haben so feste Brüste, die können sich nicht mal vernünftig rühren.
mhm. zur Seite für die Chestbeine und nichts anderes, bei denen geht das super. Nur weil das bei euren Freunden funktioniert, heißt das nicht, dass es bei euch funktioniert oder auch umgekehrt. Und da müsst ihr auch nicht traurig drüber sein. Man hat halt immer eine gewisse Grenze, an die man gehen kann. Die sollte man auch nicht überspannen, weil sonst euer Körper ist halt nicht das. Ja, so. Also nicht gut für den Körper, es ist auch nicht gut für das Bindegewebe, wenn ihr euch eure Brüste wegbindet. Das werdet ihr irgendwann merken, wenn ihr es übertreibt. Ja. Das ist auch das, was wir sagen. Richtig. Ja. Ich wollte noch mal, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt einmal im Monat, sagen wir mal, abbindet, das ist quasi jetzt auf Dauer. Das ist ungefährlich, also ziemlich ungefährlich. Natürlich, wie gesagt, es stimmt schon, aber es kommt halt immer auf die Masse an. Strapazierst deinen Körper halt, aber... Ein Tag lang, von 30 Tagen. Du solltest es jetzt vielleicht nicht unbedingt rund um die Uhr beim Schlafen achten drauf. Wenn ihr jetzt so eins habt, wie ich das gerade hatte, dann könnt ihr nicht hier den hier machen. Weil gerade bei einem weißen Shirt guckt es dann raus. Achtet halt drauf, ob das hier euren Ansprüchen genügt. So. Ja, natürlich gibt es dann die Alternative, es einfach selbst zu machen. Funktioniert für gewöhnlich genauso gut. Kann man, wie man will, im Prinzip anpassen. Wenn man jetzt was tief ausgeschnitten haben will, kann man da auch gucken, ob man eventuell einfach tiefer runtergehen kann, indem man einen Ausschnitt reinbaut. Man kann die variieren, man kann Träger dran bauen, man kann die Träger weglassen, wie man es im Prinzip gerade braucht. Ist ziemlich einfach herzustellen. Man nimmt ein rechteckiges Stück Stoff, das ungefähr so viel hinten frei ist. Sollte nicht elastisch sein. Genau, wichtig, nicht elastisch. Und dann setzt ihr breites Gummiband ein, wie man hier ja auch schön sieht. In 2 bis 3 Reihen, je nachdem, vielleicht auch 4, je nachdem, wie lange ihr das macht. Also wie gesagt, das ist sehr variabel. Und durch das Gummiband stretcht es genug, dass ihr atmen könnt, dass ihr auch reinkommt. Kannst du runterziehen, wenn mal irgendwas ist? Und wenn ihr zum Beispiel keine Träger habt, also ich hatte das Problem, deswegen bin ich da drauf gekommen, wenn ich Auto gefahren bin und war noch abgebunden und dann hatte ich plötzlich einen stechenden Schmerz in meiner Brust. Du kannst dich hinterm Steuer nicht einfach geht nicht beim Fahren. Ihr habt einfach auch gar keine Hände dafür frei. Und das war einfach so schön, dann konnte ich einfach unter mein Oberteil greifen und habe einmal gezogen und dann war das unten und dann konnte ich wieder atmen und es ging weiter. Von dem her gesehen, also die sind echt gut, wenn sie euch rutschen sollten, könnt ihr Träger dran machen. Wenn ihr Probleme habt, sie über euch drüber zu kriegen und im Prinzip immer dasteht und tanzt, dann habt ihr es richtig gemacht. Also ihr könnt natürlich auch Sportstape nehmen, kriegt ihr auch in der Apotheke, die sind verschiedene Farben, blau, rot, schwarz, was auch immer. Die sind eigentlich echt gut, vor allen Dingen würde ich euch die zum Free Chest Binden empfehlen. Da muss man aber auch dazu sagen, es geht nur bis zu einer bestimmten Größe. Also bei euch ist das jetzt so eine Sache, das funktioniert sehr wahrscheinlich nicht. Die sind natürlich Leute, die stellen sich unter die Dusche und lassen sich berieseln, damit es einweicht, um es runterzukriegen. Andere benutzen halt Babyöl, damit es besser abgeht. Im Bestfall habt ihr wirklich einen Helfer, weil hier ist es ja schön und gut, aber gerade hier, ne, ist ein bisschen bescheiden, da ranzukommen. Aber das Zeug ist an sich echt gut, weil es euch, weil es sich mitdehnt, wenn ihr atmet. Das heißt, ihr habt nicht diese Probleme, die ihr bei Gaffer habt. Und bitte, bitte, um Gottes Willen, du musst es einfach nicht. Das ist meine eigene Brust. Ich war dumm genug, das zu tun. Das ist 3 Monate, nachdem ihr an beiden Seiten wirklich die Haut aufgerissen ist. Es hat genässt, es hat geblutet, es hat wehgetan ohne Ende. Und das ist eine Sache, die möchtet ihr nicht, weil es ist euer Körper. Damit wollt ihr noch ein paar Jahre leben und ihr möchtet vielleicht auch mal irgendwas Schönes anziehen, dass ihr nicht irgendwie verstümmelt aussieht. Das heißt, das Zeug kann Allergien hervorrufen. Ihr könnt euch die Haut aufreißen, ihr könnt sonst irgendwas für Beschwerden davon kriegen. Benutzt es einfach nicht. Das funktioniert zwar auch bei größeren Brüsten, aber es ist halt einfach den Scheiß nicht wert. Da müsst ihr halt dann wirklich eventuell mal hingehen, müsst so einen Abbinder nehmen, wie wir den haben. Ich meine, ich bin ja jetzt hier auch relativ weit offen und es ist auch runtergerutscht. Ich habe hier den normalen Abbinder drunter, der ist jetzt nicht unbedingt in meiner Hautfarbe, weil ich halt nichts Passendes gefunden habe. Mir gedacht habe, okay, suche jetzt nicht noch 100 Jahre und dann könnt ihr euch so ein kleines Teil machen, was ähnlich eurer Hautfarbe ist und könnt das dann da drüber stecken. Und ja gut, es ist halt so, wenn ihr dann Fotos macht, dann also man sieht es muss man es halt eben nochmal mit Photoshop oder so nachbearbeiten und das sieht man auch auf der Con, da muss man aber wirklich über seinen Schatten springen und sagen, gut, dann sieht man das halt, ich bin aber ein Mädchen, ich bin halt kein Junge, da sind halt Abstriche zu machen. Ich meine, ihr malt euch auch nicht auf solche Augen ins Gesicht, also da muss man wirklich an den Punkt kommen, an dem man sagt, kann ich mit leben, muss ich mit leben. Ja. Ich habe zum Sport-Tipp.